Herzlich willkommen zum Bewohnerfrei-Podcast. Heute mit einem meiner Lebensmentoren, Kai Grundmann. Und ich darf euch jetzt gleich jemanden vorstellen, der sehr, sehr früh in meiner Businesszeit dafür verantwortlich war, wo ich denn heute stehe. Und Kai ist einer der wenigen, der es damals, als ich angefangen habe, mich überhaupt mit Business zu beschäftigen, schon A, finanziell frei gewesen ist, B, aber auch im Persönlichkeitswachstum um einiges weiter war als ich. Ich habe die ersten Bücher von ihm bekommen, wir haben Vertrieb zusammen gemacht und heute führt er auch wieder eine große Vertriebsorganisation, hat so das Leben, das sich viele wirklich wünschen. Herzlich willkommen im Bewohnerfrei-Podcast, Kai Grundmann. Ja, schönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Sag mal, Kai, wenn wir dich heute so bei einer Grillparty sehen würden und irgendjemand fragt, und was machst du so? Was sagst du dann, wenn wir uns jetzt erstmal deine heutige Situation anschauen? Wie lebst du und was machst du? Also wenn mich einer auf einer Grillparty fragt, was ich geschäftlich mache, dann sage ich einfach, ich rekrutiere Menschen, die Interesse haben, Geld zu verdienen, bilde die darin aus, zeige ihnen, wie sie erfolgreich verkaufen können und das Ganze mache ich im Strom- und Gasbereich. Mhm. Und das machst du ja nicht klein, sondern du hast eine große Vertriebsorganisation. Ne? Wie viele Menschen sind da drin aktuell? Ja, registriert sind natürlich viele, viele Tausend, wie jeder großen Network-Marketing-Organisation. Mhm. Aber letztendlich sind vielleicht knapp 1000 aktiv, die einen mehr, die anderen weniger. Und kommen viele, viele Tausend Anträge im Energiebereich jeden Monat, Neuanträge rum. Okay, und das heißt ja übersetzt, wenn viele Neuanträge rumkommen, bekommst du von jedem Neuantrag was ab? Das ist richtig, ja. Gibt es eine Differenzprovision und ich verdiene an jedem Antrag mit, der in meiner Landesdirektion produziert wird. Okay, und davon sehe ich, wir kennen uns ja auch ganz gut, kannst du gut leben, ne? Fährst viele Monate oder viele Wochen im Jahr bist du unterwegs, an den schönsten Plätzen der Welt. Also ich glaube, jemand, der jetzt einfach aus der Adlerperspektive drauf guckt, wird sagen, der hat es geschafft. Das kommt immer drauf an, wo man im Leben steht. Also ich bin sehr zufrieden, ich lebe ein freies Leben, das ist mir am wichtigsten. In der Gesellschaft, wo wir leben, ist halt Zeit gleich Geld, beziehungsweise Geld gleich Zeit. Mhm. Und deswegen habe ich hier im Grunde angefangen. Es gibt vielleicht Leute, die noch mehr Geld verdienen als ich, aber ich habe unendlich viel Zeit mit meiner Tochter meine Zeit zu verbringen. Ich war bestimmt schon 50 Mal im Okidoki-Land, weiß nicht, ob das was sagt. Ist für Eltern nicht ganz so spannend, aber für Kinder eine super Sache, die freuen sich. Manchmal ist meine Tochter, ich habe mich von meiner Frau getrennt vor 2 Jahren, die ist manchmal 1,5 Monate komplett bei mir und dann kümmere ich mich nur um sie. Das könnte ich alles nicht, wenn ich nicht so ein Business hätte und meinem Hobby könnte ich auch nicht nachgehen. Ich gehe Wellenreiten und Snowboard fahren und da braucht man viel Geld und viel Zeit. Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt in den letzten 2 Jahren in Costa Rica, Bali, Malediven und so weiter war. Oft. Oft. Ich habe es nicht gezählt, aber oft natürlich. Das ist normalerweise nicht möglich. Und zum Snowboardfahren in die Berge. Also klar, viele Leute würden das vielleicht sagen, auch vom, was man sonst für einen Lifestyle hat. Mit also ich bin sehr glücklich. Ich finde zwei Dinge bei dir sehr faszinierend. Das eine ist, damals schon, wir kommen gleich irgendwann dahin, wie wir uns kennengelernt haben, warst du jemand, der sich Freiheiten im Leben auch nimmt, ne? Du warst damals schon gesagt, mache ich nicht, was mir irgendjemand sagt, ich führe mein Leben und warst auch damals schon wochenlang weg, hast also einen richtigen Lifestyle gehabt und zum anderen wirkst du auf mich wahnsinnig zufrieden, da kommen wir gleich hin, wie du das auch geschafft hast, so zufrieden zu sein. Ich würde gerne mit dir einmal im Leben die Rewind-Taste drücken. Wir kommen ja beide aus der schönsten Stadt Deutschlands, ne? Aus Wuppertal, da kommt nicht so viel her, wir beide kommen daher. Und ich möchte mal hinkommen zu deinen allerersten Erinnerungen, als du ein kleiner Junge warst, weil alle werden ja in Deutschland irgendwo gleich groß. Wir gehen in den Kindergarten, gehen in die Schule. Meine erste Frage ist, was sind deine ersten Erinnerungen? Waren deine Eltern Unternehmer? Waren die selbstständig? Waren die angestellt? Was sind deine ersten Erinnerungen als bewusste Wahrnehmen der Welt, des Lebens? Also ich würde mal sagen, ich habe schon früh gemerkt, dass ich in einer Unternehmerfamilie groß geworden bin. Mhm. Also ich hatte das Glück, dass ich auch gut aufgewachsen bin und meine Eltern mir eine gute Kindheit ermöglichen konnten, auch wenn meine Eltern auch nicht zusammengeblieben sind, sondern sich dann auch irgendwann getrennt haben. Aber ich habe nur eine positive Erinnerung an meine Kindheit. Okay. Und bin sehr glücklich, dass meine Eltern mir das ermöglichen konnten.
Ja, das heißt, die waren Unternehmer, was haben die gemacht? Was hat dein Papa gemacht? Meine Eltern, mein Vater hatte einen Handel mit Verpackung, Verbundfolien aller Art, wo man so seine Salami und seinen Käse draus isst. Mein Vater im Außendienst, meine Mutter im Innendienst und meinen Vater habe ich halt höchstens am Wochenende mal gesehen. Deswegen habe ich mich hinterher auch nicht dafür entschieden, bei ihm im Geschäft einzusteigen. Ich bin ein paar Mal mitgefahren, aber das hätte mir auch keinen Spaß gemacht. Und da ich grundsätzlich immer nur das mache, was mir Spaß macht, Geld muss auch bei rumkommen, ganz sicher klar, aber es muss auch Spaß machen, ansonsten mache ich das nicht. Das heißt aber, du hast relativ früh gesehen, dass dein Vater sehr viel weg ist. Wenn du sagst, du hast ihn nur am Wochenende gesehen. Oder ist es, weil die sich getrennt haben? Du hast sie deshalb nur am Nee, Wochenende gesehen. das war schon vorher so. Ich habe meinen Vater nie großartig gesehen. Okay. Weil er halt die ganze Woche immer unterwegs war. Also höchstens am Wochenende dann zu Hause. Ja. Ist das jetzt ein Grund, warum dir das auch so wichtig ist, so viel Zeit mit deiner Tochter zu verbringen heute? Ja, mit Sicherheit. Das hat mir wahrscheinlich nicht gefallen. Unterbewusst, richtig bewusst würde ich das jetzt nicht sagen. Ich denke immer irgendwie, ich bin glücklich gewesen. Aber ich wollte es auf jeden Fall anders machen bei meinen Kindern. Kommt aber auch. Also ich denke, dass das Wichtigste für Kinder ist, dass sie ihre Eltern haben, Vater und Mutter, und viel Zeit bekommen und ordentliche Portion Liebe. Und deswegen gebe ich das meiner Tochter oder gebe auf jeden Fall mein Bestes, obwohl wir alle Eltern ihr Bestes geben. Meine Eltern haben mit Sicherheit auch das Beste gegeben. Wenn wir mal an die ersten Momente denken, du bist ja, wie ich dich heute erlebe, kommen wir noch zu, du bist ja schon auch ein bisschen Querkopf, du machst Dinge anders als andere, bist ja dennoch in den Kindergarten gegangen, in die Grundschule. Wie warst du denn da? Warst du angepasst? Warst du unangepasst? Wie war das am Anfang? Ehrlich. Das könnten wahrscheinlich am besten meine Lehrer beantworten, aber nee, ganz klar war ich nicht angepasst. Ich habe schon immer das gemacht, wozu ich Lust hatte. Und irgendwelche Strafen haben mich davon auch nicht abgehalten. Meine Mutter hat mir letztens noch erzählt, dass ich irgendwie als Konfirmandenunterricht war. Da bin ich einmal hingegangen und danach habe ich gesagt, auf die Kirche habe ich keine Lust mehr, Mama. Hat mich auch gewundert, dass ich sowas schon mit 14 gesagt habe und bin da auch nicht mehr hingegangen. Sie hatte keine Chance, da hinzukriegen. In der Grundschule hat der Lehrer auch direkt gesagt, dass ich nicht fürs Gymnasium geeignet bin und dass ich da auch nicht hingehen kann. Ich musste extra eine Nachprüfung machen. Meine Mutter hat mich da durchgeprügelt. Und dann bin ich bin ich auf ein Gymnasium gekommen. Da hatte ich auch direkt 3 Tadel innerhalb der ersten 2 Monate. Nee, 2 Tadel. Den letzten Tadel habe ich zum Glück nicht bekommen, sonst wäre ich ja da runtergeflogen. Also ich war schon Warum kamen die ein Albtraum Tadel? für meine Mutter. Warum kamen die Tadel? Weil du gegen die Lehrer rebelliert hast, weil du andere Kinder verteidigt hast, weil du dich geprügelt hast. Was war dieser Schritt Rebellion in dir? Oder warst du einfach schlecht? Das Schlechte kam dann später, deswegen bin ich dann 2 Mal sitzen Okay. geblieben. Das lag aber auch daran, dass ich mich mit meinem Lehrer angelegt habe. Also, wenn mir ein Lehrer gesagt hat, mach das und das, sonst fliegst du raus, dann bin ich direkt aus der Klasse rausgegangen nach Hause. Schon Also, als du klein warst. ja, was heißt, ich weiß ja nicht, was klein heißt, wenn man in der 7., 8. Klasse ist. Jung, ja. Vor der, Jung. ja, Eintritt der Da, ich war Pubertät. schon auf jeden Fall immer, habe mein eigenes Ding gemacht und mich hat noch nie in meinem Leben interessiert, was andere Leute über mich denken. Das scheint. Was glaubst du denn rückwirkend, woher das kommt? Weil ich glaube, viele wünschen sich das ja. Es gibt ja massig Menschen, die sich zum Beispiel selbstständig machen wollen. Es gibt massig Menschen, die sagen, ich will meinen Traum leben. Hast du irgendeinen bewussten Moment, wo du gemerkt hast, ich bin hier auch anders als die anderen Kinder in der Klasse? Weil die Masse bleibt ja sitzen. Die Masse kriegt ja nicht 2 Tadel. Dann wird Schule ja gar nicht funktionieren. Wann hast du das gemerkt? Oder war das einfach immer so? Nee, also eigentlich war das immer so, aber bewusst, also ich habe mich jetzt gewundert, wie gesagt, wenn meine Mutter mir erzählt, mit 14 Jahren habe ich einen Konfirmandenunterricht, ich weiß, dass ich da nicht hingehen wollte, aber ich war so strikt, nach dem ersten Mal gesagt habe, nee, da will ich nicht mehr hin, da kannst du vergessen, das hätte ich jetzt nicht gedacht, war aber wohl so. Ja, viel Blödsinn gemacht schon immer. Aber sagen wir bewusst, dass ich anders bin als andere, oder ich sage, ich habe nicht gedacht, ich bin anders. Ich habe höchstens gedacht, komisch, die anderen machen das alles anders. So würde ich das nicht machen. Ich bin schon immer tolerant gewesen. Jeder kann machen, was er will. Habe ich auch keinem, auch heute noch, kann jeder machen, was er will. Was schon immer ein Problem war, ist, wenn mir jemand sagen wollte, was ich zu tun habe. Da bin ich noch nie drauf klargekommen und das hat auch noch nie einer geschafft. Und da haben sich schon alle die Zähne dran ausgebissen. Und wenn das heutzutage
gibt es ja nicht mehr viele Möglichkeiten, das bei mir zu machen. Aber sollte es einer machen, gebe ich ihm auch ganz klar zu verstehen, dass er seine Zeit da sparen kann. Ja. Weil ich grundsätzlich das so mache, wie ich das für richtig halte. Und wenn einer das nicht da nicht mit klarkommt, dann soll er bitte woanders hingehen und fertig. Heißt ich aber, verstehe mich für nichts und niemanden. Heißt aber übersetzt, du hast damals, egal was passiert ist, auch deinen Willen nicht brechen lassen. Ne? Das ist jetzt so aus der Reflexion eines Erwachsenen. Wenn du, weil ich finde es immer so spannend, wo so Charaktere herkommen und auch warum du jetzt erfolgreich bist. Wenn du jetzt aus Sicht eines Erwachsenen dich beschreiben würdest damals, aus der Rolle des Lehrers, wie würdest du dich denn da beschreiben? Albtraum für jeden Lehrer und für jede Mutter. Ehrlich? Ehrlich jetzt? Ja. Würde ich sagen, ich habe nur Blödsinn gemacht, überhaupt keine Konzentration, absolut nichts ernst genommen. Also ich habe die erste Klassenarbeit, haben alle angefangen zu schreiben und ich habe die Klassenarbeit zusammengeknüllt und weggeworfen und habe meinen Stöps gemacht. Und ich habe überhaupt gar nicht verstanden, warum ich da irgendwie ernsthaft irgendwas machen soll. Ja, für mich ist natürlich besonders spannend. Also vielleicht war ich auch irgendwie zurückgeblieben, kann auch sein, ich weiß es nicht. Ja, für mich ist besonders spannend, als wir uns dann irgendwann kennengelernt haben, gehörtest du wirklich zu einem der ganz wenigen, die es in meinen Augen auch wirklich geschafft haben. Und anscheinend hat das Schulsystem das ja bei dir nicht erkannt. Oder gab es irgendeinen Lehrer, der gesagt hat, aus dem wird was? Nee, mein, wie gesagt, in der Grundschule, der hat schon gesagt, aus ihrem Sohn wird niemals was. Das war der Herr Thymos. Den können sie auch nicht, der ist gehirnmäßig zurückgeblieben, den können sie auch nicht aufs Gymnasium schicken. Mhm. Da überfordern sie den armen Jungen, lassen sie das sein. Letztendlich habe ich mein Abitur geschafft und der einzige Grund, warum ich das schwierig geschafft habe oder warum ich ein paar Mal sitzen geblieben ist, weil ich einfach keine Lust hatte zu lernen. Und weil auch damals schon in meinen Augen, und das sehe ich auch heute nicht anders, die Leute, die gut auswendig lernen können, die schaffen es auch wie in der Schule mit guten Noten, aber das heißt noch lange nicht, dass sie es im Leben hinterher schaffen. Also, ich habe mich immer dagegen gewehrt, was zu lernen, was mir nichts bringt. Und irgendwelche Fächer, womit ich kein Geld verdienen kann, hat mich noch nie interessiert. Das ist allerdings auch heute noch so. Ob das gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Mich interessieren eigentlich nur Sachen, die mich nach vorne bringen und alle anderen Sachen lasse ich. Also heißt also, wenn ich es mal zusammenfasse, Sturkopf aus Sicht eines heutigen Erwachsenen oder Lehrer Albtraum, dennoch so erfolgreich geworden. Das heißt aber, in der gesamten Kindheit hat also weder Kindergarten noch irgendein Lehrer gesagt, aus dem wird mal was Großes, ein Kämpfer, sondern du hast einfach weitergemacht. Ja, die haben schon gesagt, eine gewisse Lebenscleverness hat ihr Sohn, der weiß genau. Bauernschlau oder? Nee, wie er was erreicht. Emotional, clever, sagen die, haben die meistens gesagt. Mhm. Also die Lehrer haben meistens gesagt, man kann mir irgendwie gar nicht böse sein, weil ich dann irgendwie auf eine bestimmte Art mit denen dann rede. Aber überall haben die gesagt, aus mir wird nichts in der Schule. Und ich habe auch mal Betriebswirtschaft studiert. Weiß ich noch genau, da war der letzte Tag, da war ich in einer Marketingvorlesung und bin zu spät gekommen. War auch immer ein Manko von mir, ich bin eigentlich immer zu spät gekommen zur Schule. Dann bei der Marketingvorlesung hat der Lehrer gesagt, Herr Grundmann, aus Ihnen wird nie was. Und dann habe ich ihn halt gefragt, wenn er uns doch so toll erklären kann, wie man sein Multimillionen-Euro-Unternehmen weltweit aufbauen kann, warum er dann in seiner alten Kurthose hier jedes Jahr steht und die gleichen Witze macht. Und da konnte er mir keine Antwort geben. Und da habe ich gesagt, und damit bin ich raus aus der Nummer. Ich wünsche Ihnen allen noch viel Erfolg und schönen Tag. Wow, hast du so gesagt? Ja. Krass. Okay. Du hast aber dennoch, das weiß ich aus deiner Geschichte, weil wir uns ja gut kennen, dann einmal diesen Schritt in die Sicherheit gegangen oder bist den gegangen. Ich weiß nicht, ob aus Liebe zu deiner Mama. Du hast ja deine Ausbildung gemacht. Das passt ja jetzt überhaupt nicht zu dem Rest. Du hättest ja auch sagen können, pass auf, lass mich alle in Ruhe, ich gehe meinen Weg. Aber du bist einmal mit der Nase ins System gedippt danach. Die Geschichte interessiert mich auch mal. Ja, das war, also wir sind ja jahrelang nach der Schule bin ich mit meinem Kumpel um die Welt gezogen. Also haben uns einen alten Bus gekauft von unseren Jobs, die wir da gemacht haben. Wir haben natürlich mal da gearbeitet, mal dort gearbeitet. Immer wenn wir Geld hatten, sind wir dann losgezogen. Und sind mit einem alten Wohnmobil, war jetzt kein Luxus, überhaupt kein Luxus, haben aus Ravioli-Dosen den Inhalt gegessen, also war auch nicht besonders edel, aber am Meer kann man halt umsonst stehen, haben direkt am Meer gestanden, hat unsere Surfbretter dabei
Und das war uns das Wichtigste, sind jeden Tag surfen gegangen und wenn wir keine Lust mehr hatten, sind wir eine Bucht weitergefahren. Und dann waren wir in Portugal und haben uns überlegt, wie können wir unser ganzes Leben so ein Leben weiterführen. Weil meine Mutter und meine damalige erste große Liebe, die haben mir im Nacken gehangen und haben gesagt, Junge, du musst mal was Anständiges machen, so geht das nicht weiter. Interessant, und, dass das für die nichts Anständiges war, ne? Dass du deinen Traum lebst, um zu sagen, ich bin hier mit dem Surfboard unterwegs. In der Gesellschaft ist das nicht normal, ne? Ja, gut. Und also kann ich ja schon verstehen, eine Freundin, die denkt ja dann auch mal über Familie und Kinder nach. Und da war ich mir auch einig. Deswegen haben wir auch damals da auf der Klippe gesessen, haben gesagt, irgendwann brauchen wir mal Geld. Wenn wir eine Familie haben, dann können wir halt nicht mehr mal im Bus schlafen, sondern müssen irgendwie ein Nest, ein Haus, eine Wohnung. Da brauchen wir halt mehr Geld für. Wir haben ja damals kein großes Geld gehabt. Wir haben unseren Traum gelebt. Dafür brauchten wir damals nicht viel Geld. Aber natürlich wussten wir auch, irgendwann haben wir keine Lust mehr, im alten Bus zu schlafen mit Rückenschmerzen, macht dann nämlich gar keinen Spaß. Ich war jetzt übrigens gerade in Ischgl zum Snowboard fahren, ich habe jetzt noch Rückenschmerzen. Bist ja jetzt auch über 40, kommen wir gleich zu. Und da bin ich wirklich froh, dass ich mittlerweile in einem anständigen Hotelbett schlafen kann. Ja. Das wäre also nichts mehr für mich. Aber genau diese Gedanken haben wir auch damals gehabt. Da sind wir nach einer Party aus einem coolen Club rausgelaufen, mit einem Cocktail in der Hand, die Sonne ist schon aufgegangen, haben am Meer gesessen und aufs Meer rausgeguckt und haben uns gedacht, Mensch, wie kriegen wir das hin, unser ganzes Leben so ein Leben zu führen und trotzdem aber Geld zu verdienen. Weil wir schon natürlich wussten, Geld ist gleich Freiheit in dieser Welt. Ohne Geld kann man nicht frei sein. Und haben überlegt, wie denn die Leute ihr Geld verdienen, die so um uns rum sind. Und da sind uns im Grunde drei Kategorien von Menschen eingefallen. Die einen haben viel, viel Geld gehabt, aber keine Zeit. Die anderen haben viel Zeit, da haben wir zugehört, viel Zeit, aber kein Geld. Mit der Ravioli-Dose. Bitte? Mit der Ravioli-Dose. Genau. Und 95% der Menschen haben halt zu wenig Geld und zu wenig Zeit, so wie es heute auch noch ist. Ja, hat sich nicht geändert. Und da haben wir gedacht, also zu der dritten Kategorie auf gar keinen Fall. Die jetzige geht nicht unser ganzes Leben. Die erste, da ist mein Vater drin, dann können wir irgendwann das Surfen an den Nagel hängen. Und übrigens, so ist es auch. Viele Leute, mit denen ich früher Snowboard fahren gegangen bin, surfen gegangen bin, die haben jetzt eine Familie, die haben erstens nicht das Geld, um mitzukommen und können halt den Sport jetzt nicht mehr machen. Die würden gerne und haben auch einen Job regelmäßig und die wenigen Urlaubstage, die sie haben, machen sie halt mit der Familie. Es ist genau alles so eingetreten. Und haben halt gedacht, okay, Snowboard-Profi könnten wir werden. Aber dafür war ich nicht gut genug und auch nicht zu diszipliniert zum Training. Ehrlich gesagt, da muss man natürlich sehr diszipliniert sein. Als Snowboard-Profi kriegt man jetzt auch nicht so unglaublich viel Geld. Also das hätte mir jetzt nicht gereicht. Und als Surf-Profi, gut, kriegt man die ganzen Trips bezahlt, aber wäre auch nicht der Weg gewesen. Und zu was anderem hat es nicht gereicht. Tennis war ich auch nicht so diszipliniert genug. Da war ich zu viel in der Disco in der Zeit, wo man da hätte trainieren können. Das haben wir schon damals alles gesagt. Das hat jetzt keinen Sinn. Was machen wir? Und ehrlich gesagt haben wir nichts gefunden und deswegen bin ich, wie du jetzt eben gefragt hast, nach Hause und habe meiner Mutter zuliebe, nur meiner Mutter zuliebe und meiner damaligen Ex-Freundin zuliebe, eine Lehre als großen Auslandskaufmann gemacht. Das muss ich doch... Ja kurz diese Betriebswirtschaftsgeschichte, die ich gerade erzählt habe, da habe ich direkt abgebrochen dann sehr schnell und dann die Lehre gemacht und weil meine Mutter gesagt hat, Junge, du musst das Papierchen haben, das ist so unglaublich wichtig im Leben, sonst wird aus dir nichts. Also die Lehre und die Das Schule war doch für dich ein Albtraum, so eine Lehre. Also wie du tickst. Ja, das war ein Albtraum. Das war also ganz, ganz furchtbar für mich, weil ich da mit Leuten zusammen sein musste, mit denen ich keinen Bock habe, zusammen zu sein. Ich habe mich schon immer sehr schnell von Leuten getrennt, auf die ich nicht klarkomme. Es hat nichts damit zu tun, dass sie doof sind, sondern die waren halt anders als ich. Und das ist ja ganz normal. Es gibt immer bestimmte Klicken, die passen zusammen und bestimmte andere Klicken passen zusammen. Die haben Spaß. Jeden interessiert, was der andere erzählt. Und die beiden, die passen halt nicht zusammen, macht ja nichts. Normalerweise rennt der eine da lang, der andere da lang und beide haben Spaß. Aber das ging halt da in der Lehre nicht. Also bin ich jeden Morgen da reingekommen und mich haben Leute angelacht. Ich habe sehr feine Antennen, ob Leute das ernst meinen oder nicht. Und habe mir halt gedacht, ja, du brauchst mich eigentlich auch gar nicht anlachen und mir guten Morgen sagen, weil eigentlich findest du mich total behindert, sage ich jetzt einfach mal, oder nicht besonders nett oder freundlich. Ich habe das Gleiche gedacht. Von ihr. Und die Dame hat gar nichts Schlimmes gemacht, aber wir haben halt nicht gepasst. Ihr lebtet halt in unterschiedlichen Welten auch im Kopf. Hast du da so klassische Bewohner-Themen mitbekommen? Ist das da so? Weil ich habe ja sowas, ich habe ja so eine Ausbildung. Ja. Das heißt, du stehst an der Kaffeemaschine und die Leute reden darüber, wie schlimm das Leben ist. Genau. Immer in der Pause wird rumgejammert und rumgeheult und gewimmert, warum es einem so schlecht geht, aber ändern tun sie in der Situation dann nichts. Und da kriege ich natürlich
eine absolute Krise. Ich habe es trotzdem durchgezogen, meiner Mutter zuliebe. Übrigens war ich da sehr gut in der Schule, weil da konnte man nämlich die Lehre verkürzen, irgendwie von 3,5 Jahre auf, ich weiß es nicht mehr, 2,5 Jahre. Und da hatte ich, da, deswegen weiß ich, wie wichtig Zielsetzung ist, wenn man ein Ziel hat oder einen Traum. Ich war nie gut in der Schule, aber als ich gehört habe, ich kann ein Jahr schneller aus dem komischen Laden da raus, da war ich plötzlich in der Schule gut. Und das Gleiche war auch mal, ich war auch mal kurz im Internat. Und da musste man Silenzium, 2 Stunden am Tag, musste man in der Klasse mit allem anmachen. Mhm. Aber wenn man einen Durchschnitt von 3 hat, dann konnte man ein Silenzium am Zimmer machen. Und da hatte ich plötzlich auch einen Durchschnitt von 3. Das habe ich früher nie geschafft. Also damals schon clever das System ausgetrickst. Und wie ich dich kenne, war es genau eine 3,0. Ja, es war nicht eine 2,9, es war eine 3,0. Ja. Ja, Abitur habe ich mit 3,6 gemacht, also gerade eben geschafft. Okay. Mit Hilfe von ein paar Leuten um mich herum. Ja, ist jetzt keine Glanzleistung und ich finde es deshalb so geil, weil du ja doch danach richtig was gerissen hast. Ne? Du bist dann nach der Lehre, hat dann der Vertrieb schon angefangen? Ja, in der Lehre ist der Mann, mit dem ich damals auf der Klippe, mit dem ich früher gereist bin, der hat mich angerufen und hat gesagt, Kai, weißt du noch, wir haben uns da damals auf der Klippe in Portugal, Zeit und Geld. Und da saß ich so, weißt du, seit 1,5 Jahren, glaube ich, in der Lehre. Mhm. Da hat er angerufen und ich natürlich so, boah, ein Glück, dass du anrufst, ich drehe hier durch. Mhm. Und die Story ist eigentlich auch geil. Der war nämlich mit unserem Kumpel auch ein Aussteiger, der war nach Amerika gegangen. Und mein Kumpel ist dann, ich konnte ja nicht mit, weil ich doofe Lehre gemacht habe, sonst wäre ich mit Sicherheit mitgeflogen, ist nach Mexiko geflogen. Der aus Kalifornien ist auch nach Mexiko geflogen. Und die haben zusammen in der Hängematte gelegen. Und beim Cerveza hatte den Marketingplan von unserer ersten, die ich hinterher und die du auch gemacht hast, unserer ersten Network-Marketing-Firma in Sand gezeichnet. Nee. Dann hat der Marc erst gesagt, ach, diese ganzen Ami-Blödsinn da mache ich nicht. Ist nach Münster zurück und der war damals Fliesenleger und hat dann auf dem Fliesen irgendwie gearbeitet und dann taten ihm die Knie weh und hat gesagt, ja, das wird ja bestimmt jetzt auch nicht besser im Alter. Nee. Was hat der denn dann nochmal der Andy in Sand gemalt, da diese amerikanische Geschichte? Hat den angerufen, hat sich dann nochmal erklären lassen, ist da eingestiegen, hatte so eine Plastikbox drüber gekriegt, so eine Billard-Kassette drin, die wirklich ganz grausam war. Ich hab die noch. Ja. Also die Synchronisierung, es war unglaublich. Also ich hatte damals so einen Bauch und dann habe ich den Off-Air-Trainer benutzt. Da war alles weg. Erzähl mal bitte aus deiner Brille, weil ich habe natürlich meine Geschichte, du hast deine, wie wir uns dann kennengelernt haben. Erzähl das mal aus deiner Brille. Und dann sage ich ein bisschen was dazu und dann spulen wir weiter in Richtung Präsent. Ja, werde ich nie vergessen. Ich habe ja, dein Vater und mein Onkel sind ja beste Freunde und dann habe ich meinem Onkel von dem Geschäft erzählt, habe dem das auch präsentiert und habe gesagt, wen kennst du denn noch? So wie wir auch heute haben. Wen kennst du denn noch, für wen das was sein könnte? Und dann hat er gesagt, ja, weiß ich nicht. Und dann sage ich, wenn mit dem du immer Tennis spielst, habe ich ja früher auch mal mitgespielt mit deinem Vater. Ja. Sagt er, weg, nee, der ist Direktor bei der Volksbank. Der interessiert ihn bestimmt nicht. Und ich so, doch, der interessiert ihn. Gib mal her, das Telefon, ich rufe ihn jetzt an. Dann habe ich ihn angerufen, dein Vater hat noch ein lustiges Gespräch. Und sagt er, für mich ist das nichts, aber mein Sohn, der ist Flugbegleiter. Für den könnte er was sein, für den Tobi. Ihr müsst euch mal treffen, ihr seid im gleichen Alter, da habt ihr bestimmt Späße. Ja. Ja, und dann kam ich mit dem Koffer in Elternhaus in Wuppertal, haben wir uns getroffen, in meinem Elternhaus. Und der Tobi, ich habe die Tür aufgedrückt, Tobi kam rein und hatte so einen Wollschal und war im Dingsbums und ich war halt ein Surfer und ich habe mir gedacht, oh Gott, ja. Was ist denn für ein Popper, da kommt? Und ich habe gedacht, was ist das für ein Surf-Typ? Aber wir haben ab der ersten Sekunde gelacht. Ja, danach war es nur noch lustig, war ein Riesenspaß, wir haben uns prima verstanden und seitdem haben wir eigentlich immer nur uns kaputt gelacht, wenn wir uns getroffen haben. Und haben natürlich, du warst natürlich einer meiner schnellst lernenden Vertriebspartner und hast dich rucki-zucki zu einem der Top-Führungskräfte in meiner Organisation gemausert und Zehntausende von Kunden ins System gebracht und auch direkt in die höchste Position durchgestartet. Und das alles mit Dampf, aber auch einem Riesenspaß. Also war es natürlich auch eine Bereicherung auf der Bühne und so weiter.
Ja, das war damals die Grundlage für mein heutiges Speaker-Business. Ne? Im Nachgang, wenn mich Leute fragen, warum war das? Weil ich damals im Network Marketing die Möglichkeit hatte, so viele Bühnen zu bespielen, ohne zu wissen, dass ich das mal eines Tages beruflich mache. Und der Knaller war ja, das ist ja richtig groß geworden, was wir dann gemacht haben. Ne? Wir, für viele, die das nicht wissen, wir haben ja Präsentationen am Wochenende gehabt mit Hunderten, dann in Rothenburg mit Tausenden von Menschen. Das war eine richtig, richtig geile Zeit. Und wir haben auch alle gutes Geld verdient, ne? Sind durch nach Amerika geflogen, haben uns trainieren lassen. Das ist so unsere gesamte gemeinsame Schnittmenge. Was sind die Mechanismen, die du jedem, der hier zuhörst, raten kannst, die funktionieren, um eben ein Geschäft zu haben, was so funktioniert wie deins? Was sind Mechanismen? Was tust du? Ja, erstmal muss man, also damals unser Geschäft ist ja durch die Sache runtergegangen und dadurch, dass die Strom und Gas, was sie versprochen haben, nicht runter, nachgebracht haben. Und genau 2006, wo sie mich da im Grunde rausgezogen haben, ist ja, hat die Telekom zig Callcenter in ganz Europa beschäftigt, um die Internet-Flatrates zu verkaufen. Ja. Ansonsten wärst du auch weiter erfolgreich gewesen. Aber das ist egal, wo, auch in der heutigen Firma, wo ich bin, die waren ja auch aus dem Telekommunikationsbereich. Telekommunikation ist 2006 runter. Das war der Grund und das ist jetzt auch der Grund, warum wir jetzt so einen großen Erfolg haben. Man muss halt, jedes Geschäft hat seine Zeit. Das heißt bei dir jetzt heute Strom und Gas, richtig? Das wird jetzt quasi, wird dein Markt dafür neu verteilt. Ja, ich hab mir das halt angeguckt. Strom und Gas wollte ich ja immer machen, weil wir es ja damals auch immer erzählt haben, dass das kommt. Und das war das Gleiche, was wir gemacht haben. Pre-Selection muss die Leute telefonieren. Die haben immer telefoniert, wir sind vorbeigekommen, die haben 30% gespart, war eine faire Geschichte für alle Mann und fertig. Man musste keinen überzeugen, die hatten es sowieso. Und dann habe ich mir natürlich gedacht, okay, Strom und Gas muss kommen. Habe dann auch mit unserer damaligen Firma gesprochen. Die haben es immer versprochen. Dann habe ich auch noch ein paar Jahre gewartet. Ging auch, weil wir gut mitverdient haben an den Telefonrechnungen. Die Kunden hatten wir ja noch, die Kundenbasis Und deswegen war ich auch noch eine Weile so drauf und habe gesagt, ich warte. Wenn ihr mir sagt, ihr kommt damit, dann ist gut. Aber dann im Januar, nee, dann bin ich 2010 kurz zu einer anderen Firma gegangen, die Strom und Gas gemacht hat. Die hat aber leider, habe ich nach 3 Monaten gemerkt, Vertriebspartner und auch Kunden veräppelt. Und da musste ich mich rausziehen, weil ich gesagt habe, da kann ich ethisch nicht hinterstehen. Ist schon wichtig. Da muss ich nochmal rein. Heißt aber im Endeffekt wieder vor die Wand gefahren. Ne? Weil wir schauen uns immer Menschen an, die sehen, du sagst, ich war gerade in Ischgl Skifahren. Viele Leute, die hier zuhören, die waren nicht in Ischgl Skifahren. Weil eine Woche in Ischgl Skifahren ein paar Tausend kostet. Also, wenn du da richtig Ski fährst. Das können die meisten Menschen nicht. Heißt aber, du bist mehrmals vor die Wand gefahren und hast immer wieder aufgebaut. Kann man ja so sagen. Das werde ich auch immer wieder tun, weil es halt bestimmte Prinzipien gibt, die man beachten muss. Und es ist eine Einstellung, die man haben muss, um erfolgreich zu werden. Was sind die Prinzipien? Was sind die Prinzipien und was ist die Einstellung, die wahrscheinlich uniglobal für alle Businesses zieht? Warum steht Kai Grundmann immer wieder auf und warum bist du immer wieder erfolgreich? Das ist eigentlich ganz einfach. Also erstens bin ich davon überzeugt, dass ich gut bin und dass ich das kann, was ich machen möchte. Also ich bin nur in dem Feld gut. Also ich kann ganz viele Sachen überhaupt gar nicht. Aber einen Vertrieb aufbauen, das ist so das Einzige, was ich wirklich sagen kann, das kann ich. Und von der Einstellung her ist es eigentlich ganz einfach. Man muss einfach... Für mich gibt es keinen, ich kriege das nicht hin. Wenn ich die richtige Firma habe, ja, die korrekt und anständig, ethisch unterwegs sind, und zwar vom Produkt, das ist im Network auch wichtig, ist in den 95% der meisten Firmen ist das nicht der Fall. Ich stelle mir immer 3 Fragen, wenn ich mich für eine Firma entscheide. Einmal, sind die Gründer korrekt und haben Ahnung vom Vertrieb? Ist das finanziell gut aufgestellt? Zweite Frage ist, ist der Marketingplan so gemacht, dass auch die Leute, die unten sind, viel Geld verdienen? Das war zum Beispiel in unserer ersten Firma, wussten wir damals nicht, war das auch nicht optimal. Die wenigsten haben Geld verdient. Wir haben 3.500 Vertriebspartner aufgebaut zusammen. Dass 10.000 von Kunden entstanden in 12 verschiedenen Ländern. Das war großartig, aber wenn wir ehrlich sind, wir beide wissen, haben du, ich und noch 2 Hände voll von Leuten Geld verdient und die anderen sind zu plus minus null rausgekommen, haben zwar viel gelernt, das sagt auch jeder heute, aber das war nicht befriedigend im Nachhinein. Und als ich mir die Firma gesucht habe, habe ich gedacht, das muss auf jeden Fall so sein,
dass viele Leute auch wirklich Geld verdienen, direkt von Anfang an Geld verdienen. Mhm. Und das ist halt in 95% der Networks nicht der Fall, was ich nicht korrekt finde. Und manche Leute wissen es auch und machen es trotzdem. Das kann man eigentlich nicht tun. Also wenn man die richtige Firmengründer, Marketingplan, bei meiner neuen Firma ist der umgedreht. Die Leute, die unten die harte Arbeit beim Kunden machen, verdienen das meiste Geld. Mhm. Heißt, da kann jeder anfangen und kann sagen, ich möchte jetzt heute bei dir im Strom- und Gasvertrieb Geld verdienen und ich kann heute anfangen und Geld verdienen als Selbstständiger. Ja, richtig. Er kann sich eine Präsentation angucken, wenn er das gut findet, kann er kostenlos einsteigen, ist ja auch schon in den wenigsten Unternehmen so. Die Materialien sind kostenlos, alle Schulungen sind kostenlos, wie von Team Spirit. Unser Team heißt immer noch Team Spirit, genau wie früher. Erinnerungen kommen hoch. Macht mittlerweile, ich war auf dem Rückweg von Ischgl in Freiburg, haben wir Präsentation gemacht, dann Frankfurt gestern. Nächste Woche ist Düsseldorf, davor die Woche war Berlin. Also wir haben eigentlich, in Hamburg haben wir auch, wir haben flächendeckend auch öffentliche Präsentationen, aber ich habe eine Online-Präsentation, wo ich im Grunde in einer halben Stunde vor einem im Computer sitze. Wahrscheinlich sieht das ähnlich aus wie hier. Ich bin ja nicht der Skyper, aber heute hat der Tobi mich überzeugt, mal hier Skype zu machen. Ich hoffe, man sieht das. Aber in der Präsentation sitze ich genauso vor jemandem und erkläre kurz in einer halben Stunde Unternehmen, Produkte und Verdienstmöglichkeiten. Wenn das einer interessant findet, dann kann er zu einer Schulung kommen oder ein persönliches Gespräch machen. Und er kann sofort anfangen und verdient im ersten Monat, hat er die Möglichkeit, sofort ein paar tausend Euro zu verdienen. Mhm. Und zwar mit einem Produkt, was wirklich einzigartig ist, was jeder hat und wo er dem Kunden im ersten Termin Geld nach Hause bringt und nicht Geld wegnimmt. Mhm. Und das ist der große Unterschied zu unserem Unternehmen. Und die Firma hat in den letzten Jahr jeden Monat über 2,5 Millionen Euro Provisionen ausbezahlt. Werden Sie irgendwas richtig machen? Wir machen Infos zu der Firma unten in die Shownotes rein und auch wie Menschen dich kontaktieren können. Was ich noch spannend finde, du hast gerade gesagt. Ja, gerne. Du hast gerade gesagt, du bist quasi dann bei den Leuten zu Hause. Das heißt, du hast auch viel des Businesses online gestellt, ja? Also viel läuft online heutzutage. Auch weil bei uns damals war es ja gar nicht, oder gab es ja noch gar nicht so. Und jetzt kannst du mal sagen, 80-20, 70-30, wie ist so der Online-Offline-Arbeitsaufwand auch bei dir? Also ich habe genau, du weißt es ja selber, wir haben es ja früher gemacht, wir haben 7-8 Leuten Einzelgespräche am Tag gemacht, sind dahin gefahren, dorthin gefahren und so weiter, weil wir damals die technischen Möglichkeiten noch gar nicht hatten und auch gar nicht drüber nachgedacht haben, wie man das professionell will. Wir haben es ja sehr unprofessionell angefangen. Und dafür ist groß geworden. Ja, dafür ist es groß geworden. Also wenn man einfach Gas gibt und Energie reinsetzt, dann wird es so oder so früher oder später groß. Aber wenn man ein bisschen Erfahrung hat, weißt du ja auch, kann man es ein bisschen einfacher machen. Und ich wollte halt den Leuten einen Boden hinsetzen, wo jeder erfolgreich werden kann. Und nicht jeder kann das Geschäft präsentieren, nicht jeder ist der Typ dafür und außerdem die Leute, die zu nah an einem dran sind, hören halt die Informationen nicht, wenn sie von dem Freund und so weiter gehen. Das kennen wir alle aus dem Network Marketing, will ich nicht lange darüber sprechen. Und deswegen habe ich eine Online-Präsentation gemacht und ich schule es so und ich persönlich treffe mich mit keinem, der nicht vorher die halbe Stunde im Internet die Präsentation angeguckt hat. Weil da kriegt er die Grundinformationen. Wenn es dann für ihn interessant ist, dann gebe ich gerne meine Zeit und mache auch ein persönliches Gespräch oder er kommt auf eine öffentliche Präsentation. Und so kann man halt mit diesem Werkzeug sehr, sehr schnell in Gesamtdeutschland Leute über unser Geschäft informieren und sie dann auf Präsentationen einladen. Das ist auch so eine Vorfiltermöglichkeit, dass wenn einer die Information gesehen hat und nicht auf ein Event kommt, um sich trainieren zu lassen oder nicht in ein Büro fährt oder sich in einem Hotel trifft, dann hat er auch kein großes Interesse. Also das ist eine Riesenbereicherung im Network Marketing. Ja. Dass man solche Werkzeuge hat. Ja, sehr, 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 sehr interessante Story. Und ich glaube auch für Menschen, die noch gar nicht genau wissen, was Network Marketing ist. Ich habe ja auch eine eigene CD sogar darüber, weil es war auch mein Einstieg damals eben mit dir. Deshalb wollte ich dich unbedingt auch in meinem Podcast haben, auch in meine finanzielle Freiheit. Weil wie du weißt, wir haben damals wirklich viel Geld verdient. Und das war die Erstinvestition in eine Immobilie, die wir übrigens damals zusammen gekauft haben. Ne? Die haben wir heute noch. Die haben wir heute noch. Letzte Woche hast du mich gefragt, ob ich wieder Eigentümerversammlung. Ja, die ist so grottenlangweilig. Ja. Du warst noch nie da und ich bin manchmal da, aber diesmal war ich auch nicht da. Ich war noch nie da, das stimmt. Da geht ja keiner für mich, weil ich habe ja jahrelang für dich geschuftet.
Pass auf, okay, ganz am. Das schick war, mir die beim nächsten Mal wieder zu, ich nehme das recht. Ja. Also es war sehr, sehr inspirierend. Vom Kämpfer mit dem Kopf durch die Wand, Albtraum für Mama und für die Lehrer, zur Lehre als Einzelhandelskaufmann. Ich kann mich noch an Eggy erinnern, der mit dir im Keller dort gearbeitet hat und dir erzählt, dass dein Leben nicht funktioniert. Ich war Eggy. Ah, du warst Eggy. Wer war der, der das erzählt hat? Der verantwortliche Packstellenleiter. Erzähl ganz kurz die Geschichte und dann machen wir kurze Frage, kurze Antwort. Ja, das ist so einer, der immer eine Regenwolke über dem Kopf hat, ne? Und hier in Düsseldorf einsteigt, die Story, die du mir erzählt hast, und sagt, wo ist das kalt hier? Und dann in Spanien ausstellt und sagt, wo ist das heiß hier? So ein Negativer, der immer nur das Schlechte sieht. Und der hat immer rumgejammert und geheult von wegen, ach, ich muss noch so lange arbeiten und ich habe mal 15 Jahre zur Rente und ich werde wie ein Sklave behandelt und nur ausgenutzt und die Überstunden werden nicht bezahlt. Und immer gejammert und dann hatte ich dieses Geschäft und habe gesagt, hör mal, pass auf, ich habe auch keine Lust hier drin zu sitzen. Du kannst direkt aufhören zu jammern. Ich habe nämlich jetzt die Lösung. Ich baue mir gerade neben hier dem Eierladen, baue ich mir ein Geschäft auf. Und sobald ich damit doppelt so viel verdiene wie hier in dem Laden, sage ich unserer Chefin, ich habe ein Augenproblem, ich kann mich hier in Zukunft nicht mehr arbeiten sehen. Und was hat er gesagt? Habe ich gesagt, das kannst du auch. Ja, dann hat er gesagt, ja, weil ich auch gesagt habe, kannst du ein passives Einkommen in Form von einer Rente aufbauen und so weiter. Sagt er, was machst du denn da? Sag ich, Telekommunikation, also damals. Sagt er, das funktioniert nicht. Sag ich, wie, das funktioniert nicht. Du hast überhaupt gar keine Präsentation gesehen. Du weißt ja gar nicht, worum es geht. Und Originalton mit seinem grauen Kittel an, sagt er, Junge, ich bin jetzt seit 35 Jahren hier unten im Lager. Und ich weiß, was im Leben funktioniert und was nicht. Ja, was du da machst, ist scheiße. Ist scheiße. Was ein geiler Abschluss für den Podcast mit Kai Grundmann. Nochmal, vom Träumer über auf der Klippe sitzen, eines Tages frei sein, jetzt hast du es geschafft. Und ich würde gerne am Ende mit dir eine kurze Frage- und Antwortrunde machen. Das sind Fragen, die ich jedem stelle, der im Bewohnerfrei-Podcast ist. Frage Nummer 1, was bedeutet für dich heute Freiheit? Jederzeit das tun zu können, wozu ich Lust habe. Mhm. Geld. Das ist in dem Business möglich, weil man heutzutage sein iPhone hat, das ist das Büro, ob ich am Baggerloch arbeite oder an der Côte d'Azur oder in Bali oder in Ischgl auf dem Berg, ist kein Scherz. Ich habe jetzt auch in Ischgl in der Mittagspause bin ich eine halbe Stunde länger geblieben als die anderen und habe noch schnell ein paar E-Mails gemacht. Also ich arbeite dann auch da. Mhm. So ist es nicht. Klar. Ja, ich kann auch in meinem Auto jederzeit arbeiten, wenn ich vor dem Kindergarten, bevor ich meine Tochter abhole. Ja. Also das ist schon mal eine absolute Freiheit. Oh, kannst du mich noch sehen? Ja, jetzt wieder. Ja. Mein Akku geht leer hier. Braucht Strom. Braucht jeder. Ja, brauche ich. Das war sehr, sehr clever. Okay, Geld ist... Ja, Geld ist natürlich wichtig, ansonsten kann man nicht frei sein. Stell dich aus. Mhm. Persönlich wachse ich, indem ich viele Trainings besuchen, viele Bücher lesen und tun. Wenn man ein Geschäft macht, kann man noch so viel lesen, machen und tun, da bringt alles nichts. Man kann auch ein Buch über Schwimmen lesen, wenn sie nach dem Lesen dann da reinspringen, dann gehen sie auf jeden Fall unter. Also am besten lernt man, wenn man ordentlich Ohrfeigen kriegt und im Verkauf oder im Vertrieb generell muss man ein Nein verkraften können und das kann man erst verkraften, wenn man es oft genug gehört hat, weil vor diesem Nein, vor Angst, vor Ablehnung, da haben natürlich die meisten sehr viel, oder das ist ja in uns drin, da sagt ihr ja nichts Neues und das immunisiert man nur, wenn man es oft genug gehört hat. Mhm. Mir hat es damals auch wehgetan, mittlerweile tut es mir gar nicht weh, weil ich es einfach oft gehört habe. Mhm. Der wichtigste Satz, den ich jemals gehört habe? Jetzt denken die Leute, Podcast ist vorbei. Ja, der wichtigste Satz, den ich jemals gehört habe. Also ich kann nur sagen, was ich denke, was das Wichtigste ist. Ob ich den selber irgendwo gehört habe, wahrscheinlich. Mhm. Muss einem absolut scheißegal sein, was andere Leute über einen denken. Das ist eigentlich das Wichtigste, um im Leben alles zu erreichen, was man möchte. Weil so viele Leute einem den Traum stehlen wollen,
Das hast du erlebt, das habe ich erlebt und das erlebt jeder, der erfolgreich wird oder erfolgreich werden möchte. Mhm. Es gibt immer irgendwelche Idioten, die um einen herum sind, die nicht nur einem sagen, das ist nichts für mich, was du da machst, sondern das ist auch nichts für dich und wollen einem den Traum stehlen. Da muss man ganz schnell weg. Und das Wichtigste, was man da eigentlich machen muss, das sage ich auch den Leuten in meinen Trainings, man muss darauf achten, was derjenige für einen Lifestyle hat, der einem die Empfehlung gibt. Mhm. Weil wenn man das macht, was einem jemand erzählt, dann kommt man dahin, wo einer ist, der einem diese Empfehlung gibt. Also man die Meinung von jemand anderem kauft, kauft man auch seinen Lifestyle. Und da muss man sehr, sehr aufpassen. Und was das Wichtigste, glaube ich, für alle Eltern ist, und da kann ich nur alle Eltern bitten, das zu machen, weil viele Menschen, die ich auf unserem Training sehe, die auch du siehst, haben halt dieses Riesenproblem, dass sie kein Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl haben. Das Schlimmste oder das ist das Beste, was man, ja, das ist der beste Satz, den ich immer gehört habe. Meine Mutter hat immer gesagt, Kai, du schaffst alles. Cool. Und das kann ich nur sagen, das sollten Eltern grundsätzlich machen. Also wenn meine Tochter sagt, Papa, ich komme nicht an meinen Teddy, ich schaffe das nicht, dann sage ich, pass mal auf, du schaffst alles und hol den Teddy runter. Man darf niemals seinen Kindern oder irgendjemand sagen, er schafft es nicht. Da kann man wirklich großen Schaden mit anrichten. Da kann ich nur sagen, bitte nicht tun, aber das wirst du besser wissen als ich. Sehr inspirierend. Der Deutschland wird in den nächsten 10 Jahren. Oh, ja. Sicheren Arbeitsplatz gibt es auf jeden Fall nicht mehr. Das werden ja wohl die meisten auch heute schon gemerkt haben, wenn man mal im Bankensektor guckt und so weiter. Das Rentensystem wird nicht hinhauen, das sage ich den Leuten schon lange. Wenn man sich darauf verlässt, alleine darauf verlässt, hat man ein sicheres Ticket in die Altersarmut. Deswegen kann ich nur jedem empfehlen, sich nebenbei irgendwas aufzubauen, weil das Problem der 95% der Leute ist ja, die können sich gar nicht privat vorsorgen, weil am Ende des Geldes immer noch 4 Monate über ist. Wie sollen sie dann was zur Seite legen? Ist ja unmöglich. Also muss eigentlich ein Erstjob und Zweitjob und Drittjob noch dazu, um Geld ranzuholen. Und ich kann nur jedem sagen, dass das kommen wird. Und wenn man sich davor schützen möchte und Sicherheit haben möchte, dann kann ich nur sagen, sollte man sich einen Plan B aufbauen. Wie auch immer der aussehen mag. Empfehlen. Ja. Und der allerletzte Satz. Der schönste Ort, an dem ich, Kai Grundmann, jemals in meinem Leben gewesen ist. Bin. An dem ich gewesen bin, am schönsten Ort. Ja, da gibt es mehrere, ehrlich gesagt. Der schönste Ort. Also einmal ist der schönste Ort über Lugano, das ist die italienische Schweiz. Das liegt aber persönlich an meiner Geschichte, weil mein Opa da begraben ist. Das ist eine Kirche, die ganz oben auf dem Berg ist und da guckt man über den Lugana und Lago Maggiore, über den See rüber und sieht die Berge. Santa Maria heißt er. Das ist einer der schönsten Orte. Da hat auch mein Opa gewohnt in der Nähe. Das war immer schön, da erinnere ich mich an meine Kindheit. Dann auf der Welt, wo ich bis jetzt war. Kanada fand ich super. Malediven hat auch was, auch ein Knaller. Am meisten fahre ich nach Bali. Wahrscheinlich ist Bali für mich einer der schönsten Orte. Aber ich denke, es gibt auch noch 1000 andere Orte. Und die Schweizer Alpen, die französischen Alpen, die italienischen ich höre Alpen sind heraus, auch alle toll. Ich höre heraus, es gibt für dich viele schöne Orte, weil du bist halt ein freiheitsliebender Mensch und reist halt auch gerne. Und das wird sich wahrscheinlich auch nie ändern. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für alle, die zugehört haben. Vielen Dank fürs Reinhören, vielen Dank fürs Reinschauen. Alle, die dich sehen, live ist es ja nicht, sondern die dich hier sehen, werden sehen, was du für ein cooler Typ bist, warum wir so viele Jahre schon befreundet sind. Allen anderen bitten wir, wenn dieser Podcast dir gefallen hat, dann abonnier den und empfehle den auch weiter und sag uns auch, ob dir das Ganze gefällt. Weitere Informationen gibt es dann unter www.tobias-beck.com/podcast. Und das war der heute mit Kai Grundmann. Danke, Kai.